Ei, guck mal, wer da ist. Hallo, könntest du bitte mal für Matthias deine Uhr erklären, Alex? Was zeigt das? Sagt das die Uhrzeit? Jetzt haben wir so einen großen Höhepunkt. Da haben wir nun gerade drauf hingearbeitet. Jetzt unterbrichst du das mit der Frage nach der Uhr. So unfassbar. Nein, das machen wir nachher. Jetzt haben wir erstmal Mr. Power Magic da, unseren neuen Programmpunkt hier heute. Denn ich habe es ja schon mal angekündigt, wir wollen ein bisschen über Use Cases sprechen und wie man die vielleicht mit Teams und Co. lösen kann. Und Andreas, wir haben dich ja kennengelernt, oder ich kenne dich ja nun schon ein bisschen länger. Wir haben uns auch über LinkedIn damals kennengelernt. Du warst schon zweimal in der Show, du wirst dich auch gleich nochmal kurz vorstellen, aber trotzdem so als Intro dazu, das wollen wir auch nicht jedes Mal wieder machen, aber für heute mal, ich fand es ganz spannend, als wir uns kennengelernt haben, war es ja so ein bisschen so ein Anzicken auf LinkedIn irgendwie. Und das war ganz spannend, und ich sage, nee, jetzt also so jetzt nicht, jetzt müssen wir auch mal richtig miteinander reden. Und irgendwie sind wir dann, glaube ich, beim MBS das erste Mal letztes Jahr zusammengekommen, und seitdem haben wir eigentlich schon ganz schön viel Zeit miteinander verbracht. Und deine große Stärke ist eben, dass du wirklich so ein Allround-Talent rund um Office und Microsoft 365 bist, mit etlichen Applikationen und Tools, die da drin liegen. Also auch wenn ich manchmal nicht mehr weiter weiß, dann hast du immer noch mal so einen Kniff, wenn du denkst, es kommt nichts mehr, kommt irgendwo eine Flanke her. Nee, wie war das? Also du bist dann derjenige, der eben da auch wirklich als Allrounder auftritt und aus vielen Applikationen heraus Lösungen produzieren kann. Und ja, wir haben zuletzt gesprochen und haben mal überlegt, das wäre doch ein schöner Slot für die Show, weil wir über Use Cases gesprochen haben. Wie kann man damit etwas machen? Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Schön, dass du da bist. Freuen uns sehr, genau. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Der Grund für diesen neuen Programmpunkt ist ja letztendlich, es gibt, wie ich finde, auch im Netz ganz, ganz viel an Content, wie man die Tools aus der Microsoft 365-Welt bespielen kann. Unglaublich viele Hilfen, schnell Quick-Start-Guides und. Aber was mir häufig fehlt, insbesondere in der deutschen Sprache, sind auch die Geschichten, okay, wie kann ich das jetzt konkret für mich in meinem Anwendungsfall anwenden? Ja. Da gibt es zwar im englischen Bereich schon ganz, ganz viel, aber bei uns auf der deutschen Seite ist es noch ein bisschen wenig, und ich dachte, vielleicht ist es einfach mal hilfreich, wenn wir den Spieß mal umdrehen, nicht aus der Tool-Brille kommen, nach dem Motto, klickst du hier, hast du das Ergebnis, sondern zu gucken, okay, was ist denn die konkrete Anforderung und wie können wir das zukünftig mit Bordmitteln in der Microsoft 365-Welt abbilden? Ja. Genau, also, und du hast uns ja schon einen Use Case mal für heute mitgebracht, damit wir mal so ein bisschen auch eine Idee davon kriegen, wie kann das eigentlich aussehen. Und ja, da würde ich mal sagen, die Bühne ist jetzt deine. Ich verschwinde auch ganz kurz, ich muss mich nicht mehr ums Gewinnspiel kümmern. Und zeig uns mal, was du da mitgebracht hast. Ja, das mache ich. Herzlichen Dank. Share ich mal meinen Screen. So. Genau, also zunächst mal vielleicht nochmal zu mir. Wer mich noch nicht kennt, Andreas Schlüter, mache ganz, ganz viel im Bereich Microsoft 365, begleite viele kleine Unternehmen, viele größere, ganz kleine und auch ganz große bereits beim Rollout und bei der Unterstützung der Einführung von Microsoft 365. Mache nebenbei noch ein bisschen Power Platform. Bin schon ein paar Jahre unterwegs im Cloud-Bereich, und ich glaube, mein Steckenpferd ist, dass ich eine gute Brücke zwischen Technik, also IT, und dem Anwender schlagen kann. Sprich, ich bin so ein bisschen in der Übersetzerrolle, sodass man da dann das, was die IT möchte, oder der Anwender das in die IT übersetzt. Und viele kenne ich auch noch von der Teams für Schule. Nichts vergessen. Genau, ja. Die Initiative Teams macht Schule hat uns noch fest im Griff und hat uns auch schon viel abverlangt, aber es macht viel Spaß, bin sehr viel in der Community unterwegs, in vielen Meetups auch, teile mein Wissen und mache das unglaublich gern. Wie sieht's aus? Wir haben mal einen konkreten Fall aus der Praxis, ist tatsächlich, also auch ein realer Fall, kennt ihr vielleicht auch alle. Es gibt halt Unternehmen, die bieten über ihre Website ein Kontaktformular an. Hier in dem Fall war es ein Formular für Supportanfragen. Wenn das abgeschickt wird, landet das halt in einem Sammelpostfach. Kennt man auch so klassisch, dann ist diese Website, diese E-Mail und der Text da drin ist halt untereinander aufgelistet, nicht formatiert, keine Tabelle oder sowas, sondern einfach als Plain Text. Unstrukturiert kommt dann ins Postfach an.
Und bei dem war das so, die Zuweisung der E-Mails zu den jeweiligen Kollegen erfolgt dann letztendlich über die Farbkategorien in dem Postfach, kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Und so war sichergestellt, dass eine Supportanfrage dann auch auf jeden Fall von einem Mitarbeiter bearbeitet wurde. Der Engpass war letztendlich, dass die Dokumentation dann händisch in einem weiteren System erfolgt. Sprich, ich musste immer Doppelpflege vornehmen, doppelte Informationen mussten gepflegt werden, Fehleranfälligkeit und natürlich der Frust, dass man das halt sowieso zeitlich nochmal machen muss. Und da war halt der Punkt, wie kann man das denn zukünftig vielleicht ein bisschen anders gestalten und mit Bordmitteln von Microsoft 365. Hier nochmal der Prozess im groben Ablauf. Also wir haben Kontaktformular, Sammelpostfach, dann ein eigen gebautes Ticketsystem via Excel und die Dokumentation erfolgt dann in OneNote. Das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt, aber wenn man natürlich so viele Medienbrüche und Schnittstellen hat, dann ist das relativ doof. Ja, zur Zielsetzung vielleicht vorab. Ihr seht hier einen eingeblendeten QR-Code. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Zeit nutzt und diesen QR-Code mal abscannt. Ihr landet dann auf einem Microsoft Forms-Formular. Dort könnt ihr fiktive Fälle mal angeben und dann seid ihr gleich mit euren Fällen live in der Show. Kleiner Tipp noch, ihr müsst nicht eure echte E-Mail-Adresse angeben, weil sonst erscheint sie auf dem Screen. Muss vielleicht nicht sein, aber würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. So können wir gleich mal sehen, wie sich das verhält. Genau, die Zielsetzung des Kunden war eigentlich, soweit es geht, diesen Prozess zu automatisieren, um eben viele Doppeleingaben auch zu vermeiden oder diese Medienbrüche. Und der Kunde möchte halt auch benachrichtigt werden, wenn eine neue Anfrage ankommt, aber nicht so nach dem Motto, ich bekomme jetzt dann nochmal eine E-Mail an mein privates Postfach, weil das ändert ja nichts an der Kommunikation, außer dass meine Mailbox immer voller wird. Und ich hätte gern alle Anfragen so auf einen Blick. Das habe ich zwar in Excel auch, aber so alles im Allen vom Status bis Dokumentation, das wäre schon ganz hübsch, wenn das irgendwie mal in einer Übersicht wäre. Und das ist natürlich erstmal nur ein Basisprozess. Das kann man dann quasi nach 1.0 kann man das immer wieder adaptieren, anpassen, weiterspinnen und so weiter. Und das ist das Schöne an dieser Lösung oder insgesamt an dem Baukasten Microsoft 365. Das Ganze schauen wir uns mal an. Wie haben wir es umgesetzt oder wir werden das gleich in der Live-Demo nochmal kurz sehen. Wir haben zunächst ein Microsoft Forms-Formular für die Support-Anfragen erstellt. Das ist auf der Website eingebunden. Das kann man halt auch über einen QR-Code auf Visitenkarten drucken, auf Fahrzeuge, auf jegliche Marketingmaterialien des Unternehmens, sodass mit einem ganz normalen Smartphone kann man dieses Forms-Formular aufrufen und jederzeit über dieses Formular diese Anfragen einreichen. Dann haben wir sogenannte Adaptive Cards, die das Ganze dann in einem eigenen Support-Team darstellen und Infos zu dem Benutzer oder wollen wir dann vom Benutzer aufnehmen. Und dann landet das Ganze in einer sogenannten Microsoft List, quasi der neueste Account in diesem oder Tool in dem Microsoft Teams Team, sodass die Kolleginnen und Kollegen immer einen aktuellen Überblick über diese Anfragen haben und jederzeit reagieren können. Das heißt, der Prozess wird dann so sein, dass wir das Kontaktformular über Microsoft Forms haben. Es gibt dann einen Power Automate Flow, der im Hintergrund alles automatisiert, der die Adaptive Card zusammenstellt. Das Ganze wird in Lists eingetragen und dann mit drei Punkten dargestellt. Whatever you want. Also wir können da noch ganz, ganz viel dann anbinden. Das würde aber den Rahmen sprengen. Mehr Sendezeit habe ich heute nicht bekommen. Deshalb wollen wir uns das Ganze mal ganz schnell in der Demo anschauen. Zunächst einmal, ich habe hier meinen fiktiven Tenant, das Microsoft Forms Formular. Das habt ihr schon gesehen. Oh, es sind tatsächlich 4 Antworten drin. Oder ich müsste mal aktualisieren. Hoffentlich hat überhaupt jemand das Ding ausgefüllt. Sonst muss ich das gleich noch selber machen. Das können wir Vorführeffekt, genau, bitte. Ja, vielleicht sollte ich nochmal aktualisieren. Das ist jetzt ein bisschen. Okay, also dieses Forms Formular, wenn ihr es noch nicht ausgefüllt habt, seht ihr es jetzt hoffentlich gleich nochmal live. Oh, es sind sogar ein paar Antworten da. Sehr schön, das freut mich. Also genau, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, was ist die Problemkategorie, Problembeschreibung,
Also ein ganz einfaches, schnelles Microsoft Forms Formular, dauert 5 Minuten, ist fertig. Kann man natürlich auch in hübsch machen und vielleicht noch so, wie man es braucht, aber für den Use Case jetzt, für die schnelle Lösung, reicht das voll und ganz. Dann haben wir unser Microsoft Teams Team, das Support Team oder ein Power Magic Team, da gibt es einen Support-Kanal. Und in diesem Support-Kanal sollen dann gleich die ganzen Beiträge sozusagen auflaufen. Dazu haben wir einen Flow erstellt, der im Grunde genommen nichts anderes macht, als mach hinne. Die nachfolgenden Sendungen werden sich vermutlich um 10 Minuten verschieben. Ja, es liegt an der Verbindung, ich weiß auch nicht. Sehr ärgerlich. Oh. Okay. Also der Flow macht nichts anderes als dass, wenn eine neue Anfrage in dem Microsoft Forms Formular eintrifft, jetzt haben wir ihn auch da, dann ruft bitte die Details zu dieser Anfrage ab, erstelle ein Element in der Microsoft Liste und poste eine Nachricht in dem Kanal. Das ist eigentlich nichts Spannendes, relativ schnell gemacht, kann man sehr einfach machen. Und das Ganze sieht so aus, schauen wir mal in den Support-Kanal. Jetzt macht doch mal hin. Und ihr seht schon, ganz viele Support-Anfragen sind reingekommen. So sieht dann diese Nachricht aus in Teams. Eine neue Support-Anfrage wurde gestellt. Produkt C, Problembeschreibung, Kunde ist Max, bla@ich.de, 0721 und so weiter. Da seht ihr, wird dann hier automatisch gepostet und hier sehen wir in weitere die sogenannte Microsoft List. Als Vorlage wurde die sogenannte Problemverfolgung genannt. Jetzt dauert das auch wieder ewig. Was habt ihr mit dem Internet gemacht, Jungs? Das ist, ich habe hier eigentlich eine 400-Mbit-Leitung. Weiß nicht, wo das Problem ist. Das ist der Demo-Gott, das ist doch so. Das war bei mir auch es so. Ist das doch verrückt, das oder? Einfach dazu. Erzähl einfach ein bisschen weiter. Wir wollen ja, du wirst ja in Details, wirst du uns ja gleich nochmal aufklären, wer da noch ein bisschen mehr drüber wissen will, wird ja auch noch mehr erfahren können zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Aber vielleicht schiebst du das schon mal vorweg rein, solange der jetzt noch lädt. Das Ziel ist ja, hier in der Sendung, in dem Programmpunkt Power Magic hilft, machen wir es so, dass wir euch einen Kurzüberblick zeigen über die Problemstellung und wie wir es gelöst haben. Und zukünftig wird es dann aber auch einen eigenen Kanal geben. Ja, das ist ja ein Traum hier. Wird es einen eigenen Kanal geben, zum Beispiel auf YouTube. Kann ich bitte noch mal kurz wiederholen? Nee, sag. Was denn? Es gibt auf YouTube einen Kanal. Dort werden wir dann die Videos, wie das Ganze entstanden ist, also konkret, wenn man es nachbauen möchte, was man machen muss, damit man zu dieser Lösung kommt, dort nochmal nach anschauen kann. Und das ist das Ziel. Wir wollen für die Community frei verfügbar Anwendungsfälle aufbauen, die jeder Anwender sozusagen relativ easy in seinem Bereich nachbauen kann. Ja, ist ein Traum, funktioniert nicht. Warum auch immer. Jetzt müssen wir mal hier reingucken. Vielleicht geht's hier. Jetzt geht gar nichts mehr. Schauen wir mal hier rein. Eieieiei. Schauen wir mal hier. SharePoint. Passt ja zum Abend hier. Wahnsinn, oder? Ist doch verrückt. Naja, wir müssen dann doch ein bisschen überziehen. Ich habe alles versucht, habe zu schnell geredet, aber es bringt nichts. Was toll ist, die Follower, die verlassen uns nicht. Ich habe den Blick auf die Followerzahl. Ich habe nur keinen einzigen Absprung, Andreas. Ich kann euch auch nur bitten, bleibt dran, das wird noch richtig cool. Also das Highlight kommt ja noch. Ja, soll ich erstmal schnell die Community reinziehen? Nein, das will ich doch alles nicht. Genau, mach die Community, oder genau, Alex, komm, kurz schwenk. Ja, zieh die Community vor, ich werde mal im Hintergrund hier versuchen, das Ding zu retten. Genau. Ist klar. Die sind ja flexibel. Ich weiß nicht, was hier. Ist.
Sodele, Community Events. Hier können wir schnell reingucken. Wieder von Michael Greth. Vielen Dank dafür. Übersicht über die aktuellen Community Events, die hier anliegen. Vor allem die ganzen Meetups, die starten. Schaut einmal in die Liste rein. Oben habe ich euch das verlinkt. Bringen wir auch in die Shownotes rein. Lohnt sich immer reinzuschauen. Finde ich total klasse, weil ich wüsste gar nicht, ob es sonst eine Übersicht dafür gibt. Aber die ist auf jeden Fall super. Dann haben wir... Ja, jetzt kommen einige Events, da war eine lange Pause jetzt irgendwie zwischen den Events. Jetzt haben wir nächste Woche Dienstag die ACM Teams Europe, wo wir über die unterschiedlichen ACM-Projekte in unterschiedlichen Ländern sprechen werden. Wir haben Adam Deltinger dabei, wir haben Antje Lamartine dabei und Editha Gordson dabei, die alle mal berichten werden, wie denn so Teams-Einführungen eigentlich in anderen Ländern aussehen und wie das eigentlich da so anders läuft. Ob wir davon vielleicht ein bisschen was lernen können. Das ist am Dienstag um 16 Uhr. Dann haben wir die GlobalCon 4 jetzt immer noch mitten im Gang. Dieses große Event Anfang Dezember haben wir jetzt auch schon öfter angekündigt. Könnt ihr auf jeden Fall mal mit reinschauen. Ist wirklich eine große User-Zahl, die da immer zuguckt. Dann Ragnar Quest haben wir auch nochmal nächste Woche, ne? Genau, das, ja. Freuen wir uns drauf. Wir haben jetzt auch schon über 3000 halt Anmeldungen. Tolle Speaker von Microsoft, Redmond dabei. Kostenlos, zweitägig. Auf Englisch. Und dann haben wir noch von Sascha Friedrich die AMS Germany im Dezember, am 1. Dezember. Da haben wir auch, das ziehen wir jetzt einfach nochmal raus, einen Abend, weil, ich weiß gar nicht, Ragnar, ja, du bist auch da, ne? Genau. Ich bin auch dabei, genau. Genau, ich bin auch da. Ich habe irgendwie zwei Sessions mit dabei. Genau. Also das wird auch sicherlich ganz gut. Da freuen wir uns auch sehr darüber und dass das auch so stattfinden kann. Ah, jetzt kommt noch was rein. 17.11. Ja. Die Hannoveraner Corporation Cloud Community Autopilot. Okay. Genau, die Call-Up Days. Da trifft sich Wien mit München. Danke an Tommy Görles und an Corinna fürs Organisieren. Wir werden das Event sponsern. Freue ich mich sehr drauf. Ich werde da auch einen Vortrag halten. Das sehr gut. So eines der Highlights im Dezember. So, dann das sind wir da schon durchgesprungen. Genau. Tja, Andreas, Andreas. Ja, ja, ja. Ich suche. Das ist doch echt verrückt, oder? Der Jingle hilft nicht. So, in SharePoint öffnen. Vielleicht klappt es über den Weg. Ansonsten müssen wir zumindest die Liste auslassen, aber was ich euch noch zeigen wollte, das ist wirklich der richtig geile Kram. Oh, nee, das lädt doch echt hier, ist doch nicht wahr. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, ihr habt ja, machen wir schon mal hier weiter, ihr habt ja eben gesehen, in dem Support-Kanal hier haben wir ja die Nachricht gepostet über all diese neuen Support-Anfragen, die reingekommen sind. Und ihr seht ja, das ist hier erstmal nur eine Information. Das heißt, hier kann ich ja in dem Sinne nichts machen. Das heißt, ich müsste jetzt ja in diese Problemverfolgungsliste hüpfen, die hier aber nicht erreichbar ist in Teams. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt gleich noch über SharePoint zu sehen und müsste dann diese Daten sozusagen noch pflegen, weil hier steht, bitte zuweisen und priorisieren. Das kann man wirklich sehr schnell, sehr einfach in Teams. Ja, das kann man wirklich sehr einfach, sehr schnell machen. Das ist überhaupt kein Thema. Auch für Leute, die jetzt noch nicht so tief in der Materie stecken. Aber richtig geil wäre ja eigentlich, wenn ich direkt hier aus dieser Nachricht, die hier in meinem Teams-Kanal kommt, direkt schon mal die Zuweisung vornehmen könnte und quasi auf diese Karte reagieren könnte. Und das Ganze habe ich auch mal gemacht. Das dauert halt 10 Minuten länger, das zu machen. Und das seht ihr dann hier. Neue Support-Anfrage, bitte die Anfrage priorisieren und zuweisen. Und dann seht ihr schon, Problem, Produkt A von Horst Schlemmer, 123, Problembeschreibung, Honig für alle. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit, direkt zum Eintrag zu springen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das kann ja im Hintergrund mal laden. Oder aber ihr könnt hier direkt auf Verarbeiten klicken und dann öffnet sich ein weiteres Fenster und dann könnt ihr hier direkt auswählen, hallo, wem möchte ich denn diese Anfrage zuweisen. Die möchte ich der Megan zuweisen. Und dann möchte ich noch aufgrund der Problembeschreibung und des Produktes, ist das ein kritisches Problem. Das gelöst. Okay. Dann klicke ich hier auf Ab dafür
Und im Hintergrund arbeitet wieder der Flow, der trägt diese Daten direkt in die Liste ein und es ist direkt aktualisiert. Aber ihr seht, hier ist es doch schon. Das ist zwar der Eintrag, aber jetzt müsste ich nochmal die Liste haben. Bitte, bitte, bitte. Aber das, das ist wirklich eben sehr, sehr gut mit den Adaptive Cards und der Zuweisung. Das hätte ich jetzt so noch nicht gesehen. Genau, und das Schöne ist, was ihr hier seht, wenn ihr das gemacht habt, dann aktualisiert sich auch die Karte, Supportanfrage wurde zugewiesen. Also das ist schon richtig geiler Kram. Und das kann ich halt auch mit allen Karten oder Anfragen machen, die hier reinkommen. Und das ist halt sehr schön. Ich muss halt das Ding nicht mehr verlassen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier, ich habe ein Bild. Ihr seht hier die ganzen Anfragen. Das war dann sich gelohnt. Und genau, das sind so die jeweiligen Anfragen gewesen, die über die Support-Dings reingekommen sind. Und hier seht ihr, das war diese Honig für alle, Produkt A, Horst Schlemmer. Das haben wir ja direkt der Megan zugewiesen und die Priorität ist kritisch. Also das kommt hier vollautomatisch. Das kann man natürlich auch, wie gesagt, eigentlich in Teams anzeigen, aber momentan funktioniert es nicht. Ich hätte das jetzt gerne noch für euch formatiert, aber dann springe ich den Rahmen, von daher. So what? Das war die schnelle Umsetzung des Falles von manuellen Kontaktformular jetzt in vollautomatisch. Gut, dass ich zum Ende geblieben bin. Ja, hat sich doch gelohnt. Genau, und was ich noch sagen wollte, das Ganze kann man jetzt noch weiterspinnen, da kann man eine Bookings anbinden für Dispositionen von Servicetechnikern und. Also wir sind jetzt im Basisprozess durch und da, wie gesagt, da kann man andocken, was man will. Klasse. Schöne, runde Sache und toll integriert. Wir freuen uns auf ganz viele weitere Inspirationen von dir. Genau, wir werden beim nächsten Mal noch deinen YouTube-Kanal ein bisschen pushen. Sehr gerne. Der ist ja gerade erst losgegangen. Da könnt ihr auf jeden Fall, da wirst du nochmal Videos reinstellen, wie das in Gänze funktioniert und dass man das ein bisschen nachvollziehen kann an der Stelle. Herzlichen Dank, Andreas, Mr. Power Magic. Wir freuen uns auf den nächsten Slot mit dir in 2 Wochen. Mach's gut. Danke, Andreas. Vielen Dank. Ciao. So, jetzt wollen wir noch gucken. Nee, stimmt gar nicht. Jetzt wollen wir erstmal.